Ja, herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal. Es ist Zeit, MWZ, das neue DMZ von Modern Warfare 3. Es ist ähnlich, man schießt halt nicht auf KI. PvP ist auch ausgeschaltet. Also man muss eigentlich nur Angst vor den Zombies haben, wie man sieht. Ich habe schon die erste Runde gezockt. Ist easy, man muss dann nur was anpingen, einen Auftrag, den Auftrag machen. Und ja, und dann kann man wieder raus. Hier ist es auch so, dass man exfiltrieren muss. Ja. Achten Sie auf Deadbolt-Patrouillen, die Hilfe brauchen. Wir spielen Wir schauen uns das Ganze mal an. Ich habe hier auch nur eine Standardwaffe mit. Und eine Schrotze. Die ist sehr wichtig. Los geht's. Wir haben 45 Minuten Zeit. Eine Runde geht 45 Minuten. Hier ist die Map. Das Blaue sind andere Teams. Hier sind Solo-Spiele. Hier ist ein Team. Ja, die sind da hinten wahrscheinlich irgendwo. Ich muss 25 Beutedepots öffnen. Ich weiß jetzt nicht, was Beutedepots sind. Pack-a-Punch. Ich kenne mich mit Zombies nicht aus. Ehrlich nicht. Ehrlich nicht. Da ist schon eine Drohne. Okay. Beutedepots, Pack-a-Punch. Da ist schon so ein Dreckshund. Das sind halt Zombies, Leute, ja? Weg von mir, weg von mir. Oh, kostet $5.000. Munition. Ist das ein Beutedepot? Nehmen wir mit. Modifizieren und hast keine Platinen dabei? Such Vorräte. Die Chancen stehen gut, okay. Dass die EZ dich versorgt. Das Ding ist, glaube ich, gut. Die nehme ich. Dann bricht sie nicht so schnell in einem ungünstigen Moment. Okay, die nehmen wir auch mit. Ihre Tragekapazität wurde erhöht. Je mehr sie mitführen können, desto besser sind sie im Einsatz gerüstet. Und sie können bei der Exfiltration mehr extrahieren. Okay, es ist ähnlich wie bei DMZ auf jeden Fall. Man kann hier looten. Was ist das? Oh, sehr gut. Nehmen wir mal mit. Man weiß ja immer nicht, was man gebrauchen kann. Gut. Ich gucke mal kurz auf die Map. Ich habe jetzt 8 schon geöffnet. Ach, das sind einfach nur die Beutedepots. Exfil wäre da hinten. Ich würde sagen, wir machen uns mal hier hoch. Da gibt es einen Shop. Deadpool-Geschütz, Edernest, Waffen kaufen und ein Kombi. Ja. Einfach mal hier lang. Gut. Ja, was will ich sagen? Es fühlt sich gut an. Es ist an sich Modern Warfare. Modern Warfare 3 fühlt sich gut an, vom Handling her, vom Movement her. Die Waffen machen auch Spaß, ich hoffe. Oh. Ist halt nicht wie bei DMZ, dass man da schön in Ruhe mal. Auch da ja. Hier gibt es auch die Kühlschränke, was ist das? Okay, mein Ruhe nachladen hier.
Okay, die verlieren auch Platten. Da gibt es einen Shop. Kann ich Sachen verkaufen. Und wieder hoch. Wir gehen mal ganz hoch. Ah, das ist ein F. Öffnen. Da habe ich noch keinen Plan. Weiß ich nicht, wie das geht. Da muss man wahrscheinlich irgendwelche Bauteile reinhämmern. Okay. Hat mich hier einer angeschossen oder was? Das finde ich gar nicht lustig. Sammeln. Punkte. Okay, Platten sind schon weg. Fordere Luftunterstützung an. Okay, wir machen uns mal außen rum. Leute, ich habe das Zombie noch nicht gespielt. Einmal. Okay, da drüben ist ein Auto. Boah. Hier ist ein Auto. Ist das so ein Ding? Weiß ich noch nicht. Echt jetzt? Schöne Kehre hier. Ah, das ist. Das habe ich schon mal gesehen, hier so ein Ding. Okay, wir fahren weiter. Wo ist der Exfil? Hier drüben war er. Okay, da können wir uns trotzdem noch ein bisschen. Können wir trotzdem noch ein bisschen looten hier unten? Ich muss noch so ein paar Depots aufmachen hier. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Glühlampe. War ein Höllenhund, glaube ich. Okay, gehen wir raus. Den nehmen wir mit. Das Ding ist auch was wert wahrscheinlich. Okay, geht's weiter.
Exfil ist in der Nähe, das ist auch gut. Wie gesagt, man muss sich hier eigentlich um Spiele keine Sorgen mehr machen. So die Theorie. Ah, das war doch teuer hier. Machen wir die hier dafür weg. Es gibt halt auch so. Ich höre doch hier was. Wer auch teuer. Sammelt, muss nicht so oft zur Basis zurückkehren. Oh, ich habe es wahrscheinlich schon geschafft. Miller und Capullo suchen immer nach Dingen, um unsere Eindämmungsoperationen am Laufen zu halten. Geben Sie das Objekt bei einer Vorratsstation ab. Sie überweisen Ihnen im Gegenzug etwas Essenz. Ich markiere auf der Karte eine Vorratsstation. Habe ich jetzt eine Vorratsstation gepinkt? Wo denn? Hier, Munitionslager, oder? Das ist ein Shop. Ich muss hier hin. Das ist eine Vorratsstation, genau. Vorratsstation hier. Nachladen. Meter. Wir verkaufen mal das Zeug, dann machen wir uns raus. Ja, was heißt raus? Wir können noch 5 oder 10 Minuten machen. Okay, alles verkaufen, verkaufen, verkaufen. Mal sehen, wofür wir sie ausgeben können. Suchen Sie eine Bänke-Punch-Maschine. Damit können Sie Ihre Waffe erheblich verbessern. Ich habe eine auf Ihrer Karte markiert. Die da hinten oder was? Ist hier in der Nähe eine Bäckerbunch? Da hinten. Okay, das ist dann die hier. Als Chefmechaniker sorge ich dafür, dass unser Fuhrpark in Top-Zustand ist. Wie ging das? Unterwegs. Bin ich jetzt bei denen im Team? Weiß ich gar nicht. Ja? Ich? Nee. Hinter dir. Wie ging das Beitreten? Hinausplätze verlassen. Ich lade nach. Mit X hinauslehnen, oder? Nee, hinauslehnen war Fall. Oh, wir sind in der orangen Zone. Das ganze Team hier oder was? Das sind ja etliche hier. Ich glaube, wir sind alle gerade. Gut, 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 gut. Wo sind die? Wo kommen die? Ah.
Alles ist schon heftig. Ich lade nach. Oh, nicht auf mich schießen, du Penner! Okay, ich glaube, im Moment bin ich ein bisschen. Bisschen gerade mit dem Team überfordert. Ich würde sagen, ich gehe raus. Ah, das war nix. Ja, das war mal ein Anfang. Die erste Runde haben wir gezockt. Ich würde sagen, ich schnapp mir ein Auto da drüben. Hab hier einen Truck. Und mach mich raus. Es macht halt nur Sinn, wenn du wirklich hier mit 20, 30 Leuten auf die Jagd gehst. Ich lade nach. Betäubungsgranate geworfen. Und ja, da macht es bestimmt richtig Laune hier. Aber ich habe gerade. Ich muss zum Exfil. Ich will raus hier. Gerade. Ich gehe zu dem da hinten, wie vorhin markiert. Es war mal. War nicht schlecht hier, so die Erfahrung zu machen mit. Ja, hier ist eine normale KI. Jetzt habe ich wieder keine, was sag's? Keine Platten. Ich könnte aber eine Sucker-Punch-Waffe machen. Wo war denn das? Hier vorne. Da fahre ich nochmal hin. Gut. Zombies haben wir getötet, viele. Komme ich da hoch? Juhu! Okay, hier rein. Ist oben im... Und hoch! Okay. Jetzt habe ich die hier. Sehr schön. Jetzt kann ich wieder runter. Zum Exfil. Auto ist richtig langsam. Raus. Wo war der Exfil? Da drüben, ne? Markiere Heli-Landezone. Gut. Ich hätte aber lieber das Auto behalten. Insta-Kill. Ich will mit der Waffe raus, Leute.
Okay. Roger, halte durch, ich bin auf dem Weg. Noch 15 Sekunden. Oh, 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 oh. Leute! Wieder keine Platten. Alter, was für ein Gemetzel. Was für ein Gemetzel, was für ein Gemetzel. Oh. Ganz schön geschwitzt jetzt. Danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal.